Und was geht ab, meine lieben Pokémon-Fans? Willkommen zurück zu einem weiteren Part zu Let's Go Pikachu. Im letzten Part hatten wir natürlich die Route 15 und die Route 16 und 17, das ehemalige Radweg besucht. Und jetzt sind wir jetzt beim Sylph Company in Sylph bei Saffronia City. Und hier sind Jesse und James. Also, das ist doch die Höhe. Lass uns gefälligst durch. Nein, nein und nochmals nein. Ich nehme meinen Fachdienst ernst und habe strikte Anweisungen. Kein Zutritt für Unbefugte. Unbefugt? Na hör mal, wir gehören doch zum selben Team. Jetzt reicht's, meine Geduld ist am Ende. Da hast du deine Befugnis. Jesse, warte auf mich! Ja, die haben es aber ganz einfach für uns gemacht. Gut. Hauptsitz der Sylph Company. Und da gehen wir jetzt mal rein, was hier abgeht. Was hat Team Rocket hier in der Sylph Company vor? Doch bevor ich schon jetzt mal nach... Ich glaube, ja, wir brauchen jetzt eh nichts wechseln. Ich glaube, das wird schon reichen. Hoppla, jetzt habe ich mein Mikrofon kurz berührt. Sorry. Hey, du da! Tut mir leid, aber in unserer Firma geht es im Moment etwas turbulent zu. Für Kinder ist es hier einfach zu gefährlich. Ach, jetzt haben sie es doch nicht so. Eine kleine Besichtigung ist doch sicher drin. Oh, das ist blau. Und Reinhold, eben das auch noch dazu. Oh, das ist doch blau. Red, ich habe dich schon gesucht. Was machst du denn hier? Nun ja, Team Rocket hat natürlich die Sylph Company besetzt. Und mal sehen, ich frage mich, was es ist. Also, ja, hätte ich es geahnt. Die Typen von Team Rocket führen immer und überall nur Böses im Schilde. Du triffst den Nagel auf den Kopf, Reinhold. So langsam wird es Zeit, dass jemand die Pläne dieser Verbrecher für ein für alle Mal durchkreuzt. Ich bin ganz deiner Meinung, Blau. Gut, dann sollen wir gleich einmal besprechen, wie wir das anstellen. Also, der Plan lautet wie folgt. Red, du nimmst diese Loser von Team Rocket zur Brust und vertreibst sie aus dem Gebäude der Sylph Company. Alleine könnte das allerdings etwas gefährlich werden, also sollte Reinhold dich auf... er auf jeden Fall begleiten, einverstanden? Klingt gut. In der Zwischenzeit werde ich ganz Kanto nach Team Rocket durchforsten und mir jeden Krüppel vorknöpfen, der mir in die Quere kommt. Vielleicht schaffe ich es herauszufinden, wo sich ihr Boss rumtreibt. Außerdem werde ich in der Pokémon-Liga einen Besuch abstatten und den Obermotzen dort von Team Rockets Machenschaften erzählen. Geniale Idee, vielleicht helfen uns ja sogar die Top 4. Wer weiß. Dann können wir uns jetzt eigentlich aufteilen und den Plan in die Tat umsetzen. Aber zuerst... Red und Reinhold. Bevor ich zu euch... zwei Grünschnäbel hier einfach alleine lasse, muss ich mir sicher sein, dass ihr überhaupt das Zeug dazu habt, euch mit diesen Typen anzulegen. Was? Wir kämpfen. Mir ist Schnuppe, wer von euch anfängt. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Also, so wie es aussieht, wird Blau jetzt gegen uns kämpfen. Also, wenn wir jetzt als erstes ihn wählen. So, das ist der erste Kampf gegen den Enkel von Professor Eich, natürlich Blau. Der aber nur zwei Pokémon hat. Ich habe mir vorgestellt, der hat sechs oder sowas, aber nur zwei. Okay. Krokowai. Level 38. Wir setzen natürlich Blizzard ein. Natürlich ist es Pflanze und Psychotyp, da ist Pflanzentyp mit Eis sehr effektiv ist. Also Eis ist effektiv. Gegen Pflanze. Nochmal Blizzard. Aber so wie es aussieht, habe ich jetzt die gute Wahl gewählt. Und ihr habt jetzt natürlich wahrscheinlich noch bemerkt, dass ich jetzt meinen Sandan, meinen Alola Sandan, jetzt zu Alola Sandan entwickelt hat. Mit Hilfe eines Eissteins in meinem Itembox habe ich es offscreen entwickelt. Von der Pokédex-Eintrag hat sich derzeit dabei nichts geändert. Aber es ist immer dieselbe, wie beim Originalen. So, jetzt kommt Kingler.
Aber er setzt Glurak ein. Klaus setzt jetzt Glurak ein und wir gehen jetzt mit Kingler in den Kampf. Und er ist schon auf Level 40. Da war doch dieser Kampf, da war doch dieser Training auf Route 13, 14, 15, 16 und 17 doch mal ein Versuch wert. Ja, mein Software hat jetzt gerade hochgeladen. Ich habe natürlich fest am Ex noch natürlich dann geloadet. Naja. So. Ach, Kingler. Luftschnitt macht er so viel Schaden, das ist ja komisch. Ich habe. Genau. Ich habe jetzt zu wenig Verteidigung. Das ist das Problem. Aber wir werden ihn jetzt opfern. Daher werden wir jetzt dann Pikachu einsetzen, glaube ich. Weil. Ich finde, mit Kingler haben wir keine Chance, obwohl wir 4 Level unter ihm sind, mit Glurak. Und ja, Leute, wir werden wahrscheinlich dann erst nach der Sylph Company dann direkt zur Route 25 gehen, oder 24. Da wir dann das Glumanda dann bekommen. Und dann viel später das Shiggy. Daher werde ich jetzt dann... nach dem Sylph Company extra offscreen ein paar Pokémon fangen, damit wir dann alle Starter-Pokémon bei uns haben. Und damit haben wir dann bald alle Starter-Pokémon von Kanto. Glumanda, Shiggy, Bisasam. Und ja, mal sehen, was jetzt als nächstes dann passiert. Ich glaube, irgendwann mal wird Bisaknosp dann bald zu Bisaflor entwickeln. Also vielleicht ist Level 37 und Bisaknosp Level 31. Und er will schon Rasierblätter lernen. Ich glaube, ich werde dann Giftbuder wegtun, so wie es aussieht. Ja, Leute, es ist immer noch knapp am Ende des Jahres und wie ihr wisst, habe ich euch dann schon angekündigt, im 24. Dezember, dass viele Let's Play-Projekte geplant sind. Der Upload-Plan wird auch noch geändert, dass jetzt 2 Videos pro Tag kommen werden. Ich hoffe, dass ihr damit einverstanden seid und damit zufrieden seid. Dass einmal Vormittag kommt und einmal am Abend. Und das täglich. Wahrscheinlich auch jeden zweiten Tag kann es passieren. Oder es kann schon sein, dass es ab und zu mal zur Verzögerung kommen wird, dass einmal ein Video nicht kommen wird. Und einmal ein Video schon mal im selben Tag kommen wird. Aber ihr habt hoffentlich damit Verständnis. Aber jetzt ist doch noch nicht gültig dieser Upload-Plan, erst wenn es das Jahr 2019 erreicht wurde. Denn es ist jetzt gerade erst der, wie soll ich sagen, der 30. oder 31. Dezember. Ja, oder eher gesagt der 29. Dezember. Und ihr wisst schon selbst, es kommt noch weiterhin noch Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Einige Parts, aber wir werden jetzt mal recherchieren. Hier ist ein Aufzug und eine Treppe. Aber wir gehen jetzt mal zu dem 6. Obergeschoss, was hier abgeht. Weil ich hatte immer diese Vermutung gehabt bei Feuerrot und Blattgrün, als ich dann die 3. Generation Remake gespielt habe. Hier schnell nach Giovanni gekommen bin, aber so wie es aussieht, hat sich dort hier geändert. Haha, dachtest du etwa, ich arbeite für die Sylph Company? Nee. Und wir haben natürlich nicht nur Rüppel, sondern auch noch Team Rocket Rüppeln, sondern auch sogar verrückte Forscher in der Sylph Company reingeschmuggelt. Und die werden wir auch jetzt auch noch bekämpfen. Und damit ihr es wisst, Leute, wir werden in der Sylph Company jeden Rüppel, jeden Forscher einzeln besiegen. Damit wir dann keinen einzigen verfehlen. Natürlich wird es ein 100% Run, dass ich alle Trainer jetzt besiegen werde, hier in der Kanto-Region. Man darf jetzt bloß kein... Ich weiß, ich habe noch ein paar Trainer übersehen. Ich glaube bei der Route 15 und Route 16. Das ist nur der Grund, weil ich gerne Shiggy und Bisasam in mein Team dann haben werde. Und so dann trainieren werde, dass ich bis auf Level 30, 32 oder sogar bis Level 40, 50... offscreen. Wann das sein wird, ich glaube erst im neuen Jahr, dass wir dann erst dann das Shiggy und Bisasam bekommen. Wir können jetzt leider nicht erwarten, dass es dann höchstwahrscheinlich heute sein wird.
dass wir dann die Sylph Company durchhaben, denn es wird wahrscheinlich 3 bis 4 Parts noch kommen. Und dann, nachdem wir die Sylph Company besiegt haben, müssen wir dann natürlich die nächste geheime Technik, letzte geheime Technik, das uns fehlt, noch finden. Mir wurde... Ah, da ist auch noch ein Bild, das habe ich auch nicht erwähnt. Ah ja, genau, das ist noch das Bild von dem Zinnturm, also mit einem rosaroten Hintergrund im Bild. Oder eher das... der Knofenso-Turm, ich habe keine Ahnung. Da hat schon ein paar References zu, der Johto-Region. Ich weiß nicht, ob das wirklich dann sein wird, aber meine Vermutung wird sein, dass wahrscheinlich, hoffentlich Game Freak in naher Zukunft oder wahrscheinlich viel später, 1 oder 2 Jahre später, ein neues Let's Go kommen wird. Wahrscheinlich. Es wäre auch super, wenn Team Rocket wirklich, ich meine, Game Freak, eine Generation, zweite Gen Remake machen würde. Also von Johto und Kanto. 2 Regionen in einem Spiel. Wäre super. Oder ein Spiel, was alle Regionen hat. Das wäre noch geiler, in meiner Meinung nach. So, Golbat ist auch locker besiegt worden. Aber so wie es aussieht, habe ich doch die richtige Wahl genommen, das Alola Sandama zu Alola Sandama zu entwickeln. So, jetzt gehen wir mal runter. Wir starten jetzt vom 1. Stock bis zum 10. Stock, wenn wir einige Trainer kämpfen. Wenn wir den Schlüsselöffner schon früher bekommen als erwartet, dann werde ich aber trotzdem nicht skippen, die ganzen Team Rocket rüpeln. Daher werde ich jetzt natürlich, wie gesagt, alle Rüppeln werde ich jetzt natürlich besiegen, als auch alle Forscher in diesem Spiel. So. Radikal, da haben wir jetzt nochmal ein Glück. Natürlich haben wir Sandama mit Durchbruch, dass wir dann das Radikal unschädlich machen. Auch Tiefschlag, der war ein bisschen schneller, aber macht wenig Schaden. Super Sandama. Und zack, wir haben es tatsächlich geschafft. Ich bin ein Versager. Ja, die Team Rocket drüben sind immer die Versager. So. Kinder haben hier nichts verloren. Wir sind keine Kinder, wir sind schon halb erwachsen. Natürlich, der Protagonist ist 10 Jahre alt, ich weiß selbst. So. Er setzt natürlich Smogon ein und wir setzen Sandama. Ich glaube, wir werden jetzt dann wahrscheinlich Blizzard oder Ice Heap auf Smogon einsetzen. Und es ist auch noch eingefroren. Jetzt bist du ein Eiswürfel, Smogon. Ich habe noch ein Schlückchen von meinem leckeren Cola Zero genommen. Was soll ich jetzt noch nehmen? Nee, durch nicht wechseln. Also ich habe einmal vergessen noch zu sagen. Oh, Finale. Hat das jetzt nicht so viel geschadet, oder? Nee, doch nicht. Nur 20 KP? Das ist ja ziemlich interessant. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht entwickelt hätte Sandama, Alola Sandama, hätte ich dann echt Alola Sandan echt verloren. Naja. So. Ach, Blizzard, ja genau, ich habe gar nichts mehr da. Shit. I see. Komm schon. Und nochmal Ice Heap. Bam! Und das war's mit dir. Du hast 3 Smogons gehabt, aber die sind total lasch von dir, Rocket Rüpel. Und Sandama erreicht jetzt Level 39. Der Verteidigungswert von Sandama ist ziemlich hoch geworden, nachdem ich es entwickelt habe. Sie schien mir so. Hier können wir nicht weitergehen, da ist noch weiterhin ein Tür, brauchen wir noch natürlich den Türöffner. Wo es sich befindet, weiß ich noch nicht, aber wir werden es wahrscheinlich schon irgendwann mal schon finden. Hier ist der Zutritt verboten, verschwinde! Nee! Scheiß auf die Regeln, wir machen unsere eigenen Regeln. Kinder machen unsere eigenen Regeln.
Pokémon-Trainer haben eigene Regeln und Bösewichte ebenso, aber wir machen uns die Regeln in unserer Art. Electek. Ice-Sieb setzen wir ein. Mann, ich bin hier etwas verkühlt. So. Jetzt setzen wir natürlich. Ja genau, Blitzer habe ich ja gar nicht. Wenn ich jetzt. Ich merke ja fast gar nicht, dass es schon 0 ist, die AP. Was bin ich denn für ein Honk? Naja. So. Wir setzen Blitzer Knosp ein. Wir haben schon lange Zeit nicht Blitzer Knosp eingesetzt. Es wird schon wahrscheinlich sein, dass wir in diesem Part dann erleben, dass Blitzer Knosp sich entwickelt zur Blitzer Flor. Dann haben wir schon die erste Teil, ein kleiner Teil von dem Pokédex dann bald vervollständigt. Hey, Gewinnen ist doch auch hier verboten. Jetzt willst du uns alles verbieten, oder was? Jetzt einmal Gewinnen ist verboten, dann Verlieren ist erlaubt, oder was? Dummer Forscher. Und ganz ehrlich, ich kann nur eins sagen, der Forscher sieht ja total beknackt aus, wenn er verliert, wenn seine Brille kaputt ist. Ganz ehrlich, Leute. Hier ist noch der letzte Trainer. Den ziehen wir noch durch und dann beenden wir dann diesen Part für heute. Und dann geht es dann am 30. Dezember wieder weiter, morgen wieder weiter mit Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. So, jetzt setzt er Nebulak ein und wir setzen natürlich Donnerblitz ein. Wir wissen selbst, dass Nebulak sehr einfach zu besiegen ist mit Donnerblitz. Mit einem Schlag sogar. Als ob. Na gut. Snobilikat. Doppelkick. Wir werden natürlich jetzt all unsere Pokémon jetzt wieder heilen. Also das heißt, nicht in den Pokémon Center. Wir gehen nicht in den Pokémon Center, wir werden hier heilen, denn wir haben sowieso genug Hypertränke und Beleber und andere Statuswerte Probleme zu heilen. Und wir haben den Rüppel besiegt. Und jetzt gehen wir mal schnell unsere Pokémon heilen. Bevor wir dann den Part beenden. Also. Das war's auch schon jetzt mit Let's Go Pikachu. Und im nächsten Part geht es dann weiter in der Silph Company, um Rocket, Rüppel und böse Forschern das Licht auszuknipsen. Also, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein den nächsten Tag. Und habt noch einen schönen, behutsamen Samstag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao. Euer Red, PokéLP.